Wenn euch unsere Dokus gefallen, dann zeigt uns das gerne mit einem Like. Vergesst auch nicht, uns zu abonnieren und ganz wichtig, die Glocke zu aktivieren für weitere Videos und Informationen. Eure Fragen, eure Meinung gern unten in die Kommentare. Am 2.10.2024, kurz nach 15 Uhr, kommt es auf dem Parkplatz Urweltfunde an der A8, Gemarkung Eichelberg, in Fahrtrichtung Karlsruhe, zum Brand eines LKWs. In der Fahrerkabine des geparkten Tankfahrzeugs kam es wohl zu einer Verpuffung oder Explosion. Der Fahrer konnte sich schwerst verletzt noch selbst aus der Fahrerkabine retten und wurde von umliegenden Ersthelfern versorgt und danach vom Notarzt versorgt und vom Rettungsdienst umgehend ins Krankenhaus verbracht. Die Fahrerkabine des Tankzugs stand daraufhin in Vollbrand und griff bereits auf den Tankauflieger über. Die eingetroffene Feuerwehr konnte durch schnelle Löschmaßnahmen den Brand eindämmen und auch zügig unter Kontrolle bringen und zur späteren Zeit auch komplett ablöschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung, die dann Richtung Autobahn zog, konnte der Verkehr in Fahrtrichtung Karlsruhe nicht mehr ungehindert weiterfließen. Somit wurde dieser an der Anschlussstelle Eichelberg ausgeleitet. Es kam zu mehreren Kilometern Rückstau. Die Zugmaschine des Tankfahrzeugs brannte vollständig aus. Nach den Löscharbeiten musste sich die Feuerwehr noch um die Reste des Kraftstoffs in den Tankbehältern kümmern. Die Bergungsmaßnahmen dauerten dann noch mehrere Stunden an. In dieser Zeit blieb der Parkplatz Urweltfunde für den Verkehr gesperrt. Weitere und ausführlichere Informationen findet ihr natürlich wie immer unterhalb des Videos in der Videobeschreibung.
Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.